Aloha, das ist die Klopfanleitung zum Newsletter 297 von der Irmi Dürro. Das Thema ist, es ist anstrengend. Ich sage den Satz vor, auch wo du klopfen kannst, und du tust einfach nachsagen und folgst mir so. Gehst du zu der Handkante. Auch wenn mein Alltag im Moment anstrengend und mühsam ist, akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn meine Arbeit und mein Leben im Moment anstrengend und mühsam sind, akzeptiere ich mich und all meine Kreationen. Auch wenn ich die Nase voll habe und es mühsam ist, akzeptiere ich mich und ich wähle, mehr Leichtigkeit zu kreieren. Augenbrauen. Mein Alltag ist im Moment anstrengend und mühsam. Seite vom Auge. Meine Arbeit und mein Leben ist im Moment anstrengend und mühsam. Unterem Auge. Ich habe die Nase voll. Unter der Nase. Ich sehe das Ende vom Tunnel nicht. Unterem Maul. Ich bin müde und erschöpft. Schlüsselbohr. Ich wünsche mir mehr Leichtigkeit. Unter dem Arm. Ich werde immer wieder gefordert. Unter der Brust. Er fordert mich immer wieder raus. Sie fordert mich immer wieder raus. Auf dem Kopf. Alles nervt. Und dann gehen wir zu den positiven Sachen. Gehst wieder zu den Augenbrauen. Was wäre, wenn ich mir etwas anderes kreieren könnte? Seite vom Auge. Was würde es brauchen, dass ich neue Möglichkeiten sehe? Unter dem Auge. Was würde es brauchen, dass alles eine interessante Ansicht ist und ich in allem eine interessante Ansicht sehen könnte? Unter der Nase. Wie kann ich die Sachen mit mehr Leichtigkeit und Humor nehmen? Unter dem Mund. Interessante Ansicht, dass ich all die Ansichten habe. Schlüsselbohr. Was wäre, wenn ich all meine Beziehungen poddenpocken könnte? Unter dem Arm. Was ist alles möglich, wenn ich die Sachen aus Distanz anschauen könnte? Unter der Brust. Was würde es brauchen, dass der Haussegen wieder gerade hängt? Auf dem Kopf. Ich bin dankbar, dass ich Verständnis mit mir und anderen kann haben. Tief durchschnaufen. Und schaust jetzt, wie es dir geht. Eventuell machst du die ganze Klopfanleitung nochmal so, bis es dir nachher gut geht.